Ich kann mir das gut vorstellen, dass sie das wirklich noch implementieren, dass das für uns, wenn wir gestorben sind, dass wir darüber mit euch dann, mit den Lebenden kommunizieren können irgendwie. Von der Beschreibung her ist es ein mobiler Soundsensor, hast du so gesehen, einen mit Parabolmikrofon in der Hand und Head-Mount-Kamera reinschicken kannst, der halt damit eine mobile Kamera ist und gleichzeitig noch Sound aufnehmen kann, um besser zu lokalisieren. Okay. Damit könnte halt man so gesehen zu zweit vernünftig einen Prisoner so machen, weil einer geht einfach mit Head-Mounted Kamera und dem Parabolmikrofon rein, rennt einmal durch den ganzen Gang und scannt damit einmal das ganze Ding. Hört sich gut an. So. Jo, das ging eigentlich wieder zu recht zügig hier. Vor allem, weil ihr noch am Quatschen wart. Ja. Ich wollte mir das mal anhören, das ist nämlich recht interessant. Ich kenne halt nicht von allen die Sachen, die Eigenschaften. Also ich habe Thermometer, Videokamera und meine Lampe. Salzbrechiges Wasser, Foto, alleiner. EMF, Lampe und Fotoapparat. EMF ist meins. Dann streitet euch mal. Und ich gehe einfach rein. Ich muss auch schon immer abwechseln. Ich finde, jetzt kann ich leider mich ducken und gleich die Box betätigen. Ich finde die Box super scheiße. Was sagtest du? Du brauchst dich doch sowieso nicht ducken. Will doch mal einige Sachen, aber komm, muss man sich ducken. Bist du da? Bist du da? Geht das Licht eigentlich an? Ja. Moin, bist du da? Bist du da? Bist du da? Ich hab hier ab und zu mal 10, 9 Grad hier unten. Im Keller oder wo? Nee, direkt bei der Tür. Hier unten in dem kleinen Mini-Flur. Hier. Hat geredet. Dann. Der hat eben mein Buch geschrieben, als ich noch an der Hand hatte. Ich guck mal kurz nach Orb. Orb sind komplett drauf. Das Orb kann nicht sein. Okay. Freezing Temperature ist wahrscheinlich nicht. EMF5 oder Fingerprint. Hat den Knochen schon jemand? Nein.
gleich die Rückseite nach Fingerabdrücken gucken. Brauchst du nicht, sind keine, habe ich schon. Hm, Knuchen, Knuchen, Knuchen. Ich hab ihn gerade gehört. Ja, der war vor mir. Ist der Knochen jetzt schon aufgetaucht? Nee, war leider aber auch nur eine Interaktion. Boah, ey. Hm. Nee, leider nicht. Kann man das überhaupt aufmachen? Bei vielen Apps ja. Kann es sein, dass der Knochen wieder unter irgendeinen Teppich geglitscht ist? Ich habe jetzt in jedem Raum geguckt, nirgendwo ist der. Kann durchaus sein. Wer ist tot? Darko. Wo lief da? Keine Ahnung, aber hier ist ein Bild runtergefallen, mal wegen Fingerabdrücke gucken. Gefunden. Geistfoto. Der steht im Schrank. Genau da im Schrank stand der gerade. Mach mal Türen. Mach wieder. Oh, wow. Boah, verreck mir jetzt nicht CO2. Kannst wieder. Sanity bei dir ist 12.
dann will ich mal kurz raus. Was fehlt denn uns jetzt? Also ist nur noch der wirklich der letzte Beweis. Ja, und es könnte entweder EMF-Fingerprints oder Freezing Temperature sein. Aber Gefriertemperatur haben wir nicht. Das niedrigste waren 3 Grad, was ich bis jetzt gemessen habe. Nur um 3,1 und weiter runter geht's nicht. Und ich habe nur noch ein Foto frei. Ich hatte gerade Todessound. Oh. Alter. Haucht der mir ins Ohr. Wir brauchen nur noch Waschbecken fotografieren. Zweite optionales Ziel ist auch erledigt. Wie viele Fotos haben wir noch insgesamt? Also ich habe jetzt hier noch eins frei. Und ich glaube, hast du noch eine Kamera? Weil wenn nicht, dann war bei Darko eine. Okay, weil ansonsten will ich mal auf gut Glück ein paar Orte versuchen zu fotografieren auf Fingerabdrücke. Ja. Mach mal auf gut Glück ein paar Fotos. Jupp. Lass eins auf dieser Kamera über. Jo. Nee, keine Fingerabdrücke und ich hab großflächig fotografiert. Wo war Darko nochmal? Links und jetzt links. Linker Raum. Linker. Was? Dippen. Bei mir liegt da erstmal gar kein Darko und nur seine Taschenlampe. Ach, du hast die mit den Dings für Fingerabdrücke. Finger. Ja. Ich muss sie ausschalten.
können wieder. Ich dachte zweimal, ich wäre tot. Erstens, weil ich die Tür hinter mir nicht geschafft habe zuzumachen. Dito. Und beim zweiten Mal, weil ich aus Versehen die Tür wieder aufgemacht habe, mitten in der Hand. Wieder. Jo. Holy! Flugzeugbrücke. Hast du noch Foto frei? Kamera liegt jetzt hinter dir da. Wo genau? Sind wieder weg. Die sind wieder weg, die da. Die sind wieder weg, wow. Ja, ich hab zur Not auch noch ein Foto frei bei mir. Also ist jetzt noch, Fingerabdrücke, ihr könnt es ja im Tür! Wow! Alter! Also wenn er stirbt, EMF, aber er lebt noch. Kannst wieder. Alter! Ich würde mit RF gehen. Ja, das schlägt der überhaupt nicht aus irgendwie. Und. Oh! Okay. Also ich gehe mit dem Oni. Also können Talkbox können wir komplett ausschließen, oder? Die Talkbox ist bei uns angegangen. Ach so, warte mal. Ja, hab ich da eingetragen. Also, Freezing Temperature kann da ausschließen. Ja. Fingerprints bin ich jetzt mehrfach durchgerannt mit dem scheiß Ding. Würde ich das Ding auch ausschließen. Ich bin nach jedem Hand mehrfach mit dieser Taschenlampe durch das ganze Haus auf der Etage da gerannt und hab alles angeleuchtet. Ja, aber er hat ja vorhin Fußspuren dagelassen. Fußspuren sind immer noch keine Fingerprints. Hm.
Wir hatten doch das eine Mal schon vier verschiedene Sachen gehabt, weil wir Fußspuren für Fingerprints gehalten hatten. Das ist halt jetzt echt. Ja, komm. Uns kann ja nichts verloren gehen in dem Sinne. Weil. Zumal, wenn es ein Oni wäre, der ist stärker aktiv, wenn Leute in der Nähe sind. Wir waren zu zweit, standen mit in seinem Gebiet und der ist nur am Hunten gewesen. Ja, es war auch unser Sanity, aber der ist die ganze Zeit am Hunten gewesen und er rückt Gegenstände, was auch für ein Oni spricht. Ja, okay, Poltergeist und Phantom tun auch Sachen verrücken. Ja, aber ein Spirit, das tut das nicht. Das Einzige, was wir versuchen könnten, Bane aufbrechen, weil ein Spirit wird dann nicht mehr angreifen. Müssen wir versuchen. Hast recht, 5er EMF. Das Ausräuchern hat geholfen. Habe meinen Verjager. Ja, das hat ihm wirklich nicht gefallen. Also Darko, wir sind bei einem Oni. Können wir abhauen? Zweimal werfen besser. Jo. Ach, war das nice. Mir tut leid, dass Darko gestorben ist. Also es gab, der Knochen muss irgendwo unter den Teppich geglitscht sein, weil das kommt auch manchmal vor. Den haben wir nicht gefunden. Wir haben auch nicht das Wasser gemacht, aber es war auch ein scheiß Raum für Wasser. Ja, es sind da zwar eine Menge Dings in der Nähe an sich, aber ich finde die Wassertaste ist immer die eine der schlechtesten Wassertastenbild. Vor allem CO2, ich mache jetzt für dich eine Standpauke. Du warst dreimal bei meiner Leiche, hattest den scheiß Fotoapparat in der Hand. Fotografier doch bitte! Es bringt nichts! Einfach nur aus der Ehre. Es bringt auch nichts, um wiederum Fotos zu machen. Das hätte ich euch tausendmal sagen können, dass dort keine Fingerabdrücke sind. Mein. Und deswegen habe ich einfach mal ein Bild drauf losgeknipst, weil selbst die Lampe da nicht drauf halten, würden uns Fotoabdrücke auf den Bildern gezeigt werden. Vor allem habt ihr meinen Schnappschuss eigentlich gesehen, den ich noch gemacht habe, bevor ich gestorben bin? Nee, was war das für ein? Ist der hier auf dem Dings? Naja, leider nicht. Ja, der Kopf war nicht mehr drauf, aber alles unterhalb des Kopfes samt Sense war zu sehen. Na, bei dem Bild hier, wo ich von außen rein fotografiert habe, sieht man nur Arm und ein Stück Bein. Zumindest bei mir ist es oben Mitte. Bei mir ist gar kein Bild durch ein Fenster rein. Nee, durch die Tür. Von außen durch die Tür habe ich reingefotografiert, weil ich die ganze Zeit Herzschlag und so ein Stöhnen im Ohr hatte. Da sieht man bei mir nur einen Arm. Ne, wenn du unten guckst, wirklich, da siehst du ganz leicht noch Bein. Ne, das ist das Lustige. Fotos werden bei jeder Person ein Frame später generiert. Wenn du das Foto machst, kriegst du den ersten Frame, Darko den zweiten und ich den dritten Frame. Wow. Aber Ike, ich dachte mir so, als dein Scheißfoto, was 100 Meter weg ist, gezählt hat, leck mich. Weil das Ding von meinem Foto war nicht mal 10 Zentimeter entfernt. Ja, weil der war in dem Moment auch auf mich fixiert. Weil wie gesagt, ich hatte Herzschlag, ich hatte so ein Stöhnen oder Fauchen im Ohr. Ich hatte Fußschritte, also der war direkt hinter mir. Warte, ich habe immer 4 Stück, da kann ich noch einmal hinzufügen. Sind schon, passt schon. Okay. Rockstar dance until I drop my love is a fire.